Was habe ich wirklich realisiert, wenn ich Programmierung verstanden habe? Ich kam auf diese Videoidee beim Programmierung lernen. Es macht am Anfang nicht so viel Sinn, aber wenn du drauf konzentrierst, dann wirst du sehr gut verstehen. Also vor ein paar Monaten habe ich angefangen, Programmierung zu lernen, aber nur als Selbstverbesserung, nicht mehr als das. Oder vielleicht hilft mir das ein bisschen, um meine Karriere in der Zukunft zu verbessern. Aber was unerwartet war, dass ich herausgefunden habe, dass es eine sehr große Korrelation gibt zwischen meinem Ziel im Leben zu schaffen und Programmierung gibt. Jetzt, was hat das wirklich damit zu tun? Also Java und Python und C und C++. Aber ich sage, das sind alle im Zusammenhang miteinander, aber nur wenn du das Prinzip verstehst, das ich gleich erklären werde. Die Definition der Programmierung ist ein Code, die eine bestimmte Methode geschrieben wurde, in einem bestimmten Zweck zu erfüllen. Also lass uns vorstellen, dass du ein Software geschrieben hast, die besteht aus Codes und Gleichungen. Also du gibst es Eingaben, dann erzeugst du dir Ausgaben entsprechend der Art und Weise, wie es geschrieben wurde. Ganz, ganz einfach, wenn du wissen willst, welche Nummer größer als die andere Nummer ist. Zum Beispiel im Java schreibt man das hier so. Und dann ganz plötzlich habe ich mal gesagt, oh mein Gott, warte. Also stell dir das vor, dass dein Kopf ein Programm ist. Und in deinem Leben findest du nur Erfolge, solange wenn du deinen Kopf programmierst, im Erfolg zu finden. Also der Programmierungssprache hier ist nur positive Gedanken und gar kein negative Gedanke zu akzeptieren. Du scheiterst nur, wenn du deinen Kopf mit negativen Gedanken programmierst. Und weil es mit negativen Gedanken programmiert ist, erlaubt es gar keinen positiven Gedanken da rein. Eine gute Art und Weise zu denken? Ich glaube ja. Und glaub mir, wenn du daran glaubst, dann wärst du wirklich der Hammer. Ich habe niemals so darüber nachgedacht, aber irgendwie Programmierung hat mir geholfen, in das Leben von dieser Perspektive zu sehen. Wenn du deinen Kopf programmierst, nur deine Ziele zu schaffen, dann wirst du es leisten. Behandle nur deinen Kopf als ein Software, der nur programmiert ist, nur weiterzugehen zum Erfolg und nichts anders. Wenn du etwas im Leben willst, dann wirst du niemals aufhalten, bis du das kriegst. So ist dein Kopf programmiert und so deine Programmierungssprache auch sein muss. Nichts ist unmöglich. Wenn andere Leute das schaffen könnten, dann kannst du das auch. Sag mir nicht, dass es schwierig ist. Ich kenne keine Schwierigkeiten. Ich bin eine verdammte, starke Kämpfer. Ich habe Kraft in meinem Kopf. Ich habe Entschlossenheit. Vielleicht findest du das unmöglich, weil das bist du. Aber du bist nicht ich. Ich bin unbesiegbar und ich kann nichts anders sein. Wenn das mein Traum ist, dann werde ich das schaffen. Oder werde ich sterben versuchen. Bitte nicht vergessen, meinen Kanal auf YouTube zu abonnieren. Und wenn das Video gut war, dann gib es nur einen Thumb up und werden wir uns wieder nochmal sehen. Aber nächstes Mal. Tschüss.